Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Gamble Video hier auf meinem Kanal. Heute gamble wir wieder auf CSGO Case, weil das letzte Mal, beziehungsweise ich nehme die zwei Videos auf einen Tag auf, das war jetzt vor zwei Stunden, hatte ich hier so Luck, habe, sage ich mal, mein Geld knapp verdreifacht und dadurch habe ich mir jetzt wieder $45 raufgeballert, damit, falls ich jetzt komplett bruch gehe, im Großen und Ganzen nicht wieder, also mit Plus rausgehe. So, wir bleiben bei den Kisten. Oder bei der einen Kiste, gibt ja nur die eine Kiste hier. Weil eben da hatte ich ja dieses Luck im letzten Video. Und ich hoffe, dass dieses Luck auch wieder da ist. Was war das für ein Rauschen? Das M9 würde ich gleich mal nehmen, aber nee, es ist der Key. Das war vorhin auch so, wenn ich, dass die Keys relativ oft kommen. Aber ich hoffe, die kommen jetzt nicht die ganze Zeit, weil ich so jetzt mit Plus rausgehen wäre trotzdem wieder nice, wenn ich jetzt irgendwo reinlag. Aber da wäre mir der Key jetzt sogar noch lieber, weil die USPS ist nichts wert. Aber ich lasse mal wieder alles im Inventar drinnen, also dann am Schluss werde ich mal schauen, was behalte ich mir, was withdraw ich, was verkaufe ich wieder. Komm, gib mir was Nices, bitte, danke. Und ich habe auch schon das vorige Video jetzt bearbeitet, das Gamble-Video. Habe gesehen, dass das beim Greenscreen noch nicht so ganz hinhaut, dass man da hin und wieder mal was durchschimmern sieht, beziehungsweise dass das einfach jetzt nicht clean ist. Bin mir nicht sicher, woran das liegt. Ich schätze mal, dass es, weil der Greenscreen ist jetzt neu und der ist ja 3x6 Meter groß. Der war ja zusammengefalten. Das habe ich jetzt ausgepackt und aufgehängt. Und da sind halt jetzt noch eine Menge Falten drinnen, dass das vielleicht deswegen ist. Ich hoffe, das geht nach der Zeit weg. Wenn nicht, muss ich mir etwas anderes überlegen. Bis jetzt läuft es eigentlich nicht so. Eine Kiste kostet ja in etwa $5.20. Das Karren mit Rustkuss hätte ich gleich genommen. Das Brightwater hätte ich auch genommen. Aber es ist wieder ein Schlüssel. So, da muss was kommen. Bitte. Kommt aber nichts. Nicht mal die Neon Rider wäre jetzt irgendwie was, wo ich sagen würde, okay, das ist nice, weil das ja auch nichts wird. Okay, Statrack-Sachen muss man jetzt aufpassen. Das ist $10. Ist mal etwas. So ist die letzte Kiste ärgerlich, da muss ich mal kurz ins Inventar schauen, was man da verkaufen kann. Aber bis jetzt, bitte, da muss es kommen. Die hat Red Limited dich genommen. Das ist wieder ein Schlüssel. So. Ich verkaufe mal diese vier Sachen. Oder... und diese zwei Keys. Dann kann ich nochmal zwei Kisten aufmachen. Case. Bitte, Case. Sony. Oh ja, geht sich doch aus. Zwei Kisten. Da muss jetzt was kommen. Da gehen zwei Knives vorbei und... bitteschön. Bitteschön. Normalerweise habe ich immer Luck auf das. Also immer. Zu 95%. Und jetzt sind gerade diese 5%. Ich habe extra. Ich war wirklich noch überlegen, ob ich jetzt da noch ein Video aufnehmen soll. Ich hatte ja so, also weil ich so viel Luck hatte. Und denke ich mir dann so, ja, wenn ich jetzt nichts ziehe, wäre das dann der übelste Fail. Das ist gerade der übelste Fail. Soll ich jetzt Slot gehen? 2, 4, das geht sich nicht aus, okay. Ich sell das nochmal. Ja, mach noch 2 Keys. Achso, geht denn noch eine? Fuck. Ich mach Blind Edition. Ich hoffe,
Jetzt auch was Gutes auf ein Live, bitte. Okay. Es ist ein Schlüssel. Schlüssel. Ja, sieht scheiße aus von Alex. Super Slot. So, ich splitte das nochmal in zwei, also 2400 der erste Spin. Da kann man halt das 30-fache maximal rausholen. In dem Fall ist es jetzt nichts. Und da gehe ich nochmal rein mit 2438, dann sind wir auf 0. Und ich fange ins Heulen an. Die wird's nice. Die wird's nice. Die ist nice, welche Condition? Okay, minimal. FN wären richtig sick. Ich kann die nicht mal verkaufen, noch nicht ist davon. Es geht nicht. Ja gut. Ist so. Ging nicht mehr. Das Glück hat mich anscheinend verlassen. Und jetzt bin ich am Überlegen. Soll ich jetzt... Fuck off, ich verkaufe die zwei auch noch. Weil wenn ich jetzt mit 0 rausgehe, bin ich insgesamt von dem heutigen Tag trotzdem noch ein Plus. Wegen dem vorigen Video. Und ja, auf die 15 Dollar kommt es mir sozusagen auch nicht mehr an. So, bitte, 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 bitte. Und ist die Condition interessant. Okay, es sind 5 Dollar. Bitte, gib mir was Nices, was Wertvolles. Muss nicht unbedingt ein Redskin sein. Cyrex, die hatte ich im vorigen Video schon und habe sie wieder verkauft. So, einmal noch. Come on, dude. Enttäusch mich nicht. Wie ist ein dreckiger Schlüssel? Na okay, dann mache ich den IGF Fuck. Verkauft den. Und er verkauft den Schlüssel auch noch. Dann gehe ich noch einmal in die Kiste, dann noch einmal in die Slotmaschine und dann bin ich schon broke. Hoffentlich nicht. Komm bitte, da muss was kommen. Die M4 wäre jetzt richtig schnieke. Das wäre ein Skin gewesen, den... Aber ich kann nochmal verkaufen. Und noch eine aufmachen. Come on! Da muss jetzt was... Knife. Ich sehe es nicht. Eine Elite-Bild. Okay, gut. Anscheinend ist es jetzt geplant, dass ich jetzt mit 0 aussteigen werde aus diesem Spiel. 1679. Und somit wäre ich jetzt dann auf 0. Und dann sage ich auch schon, das war's. Also ich glaube jetzt nicht, dass da was Sickes kommen wird. Es kommt einfach gar nichts. Dankeschön. Ja, na gut. So ist es halt. So sollte es sein, oder? Ja. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Oder falls ihr noch mehr von mir sehen wollt. Ich werde das letzte Gamble-Video, ich werde es trotzdem in der Videobeschreibung verlinken, falls es euch interessiert. Dann sage ich auch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.